Before we begin, shall we sing a hymn to the Holy Spirit? Bevor wir jetzt anfangen, lasst uns noch ein Lied zum Heiligen Geist singen. Yes? Atmen uns 3-3-4, glaube ich. 3-3-4, ja, Amen. Der Geist von Gott. Das ist ganz schön. 3-3-4. Kann ich gerne tanzen? Und dort eingeladen, aufzustehen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Nimm bitte Platz. Guten Abend. So God has given one more day for us. Der Herr hat uns einen weiteren Tag geschenkt. To give Jesus company. Um Jesus die Ehre zu geben, um unsere Freundschaft mit ihm zu erneuern. Let us thank the Lord for that. Seien wir dem Herrn dankbar dafür. You know, we have the Lord in front of us. Ihr wisst, wir haben hier den Herrn vor uns. Now we have the talk, after that we have the mass, then we have the adoration. Und jetzt haben wir erst einen Vortrag, danach feiern wir die Heilige Messe und dann haben wir noch eine Zeit der Anbetung. So I want to say a little bit of adoration.
Heute möchte ich ein bisschen über die eucharistische Anbetung sprechen. You know what you mean by adoration? Ihr wisst, was es gemeint ist mit Anbetung. No, Pope Emeritus, Pope Benedict XVI explains to us how adoration, what is adoration? Und unser emeritierter Papst Benedikt XVI. Hat uns erklärt, was bedeutet eucharistische Anbetung. Adoration. Anbetung. Adoration. Besteht aus dem Wort ad, Oration. In Latin, ad means towards. Im Lateinischen heißt ad auf jemanden zu. And ora is mouth. Und ora bedeutet der Mund. That means towards mouth. Also auf den Mund zu heißt das. So Pope Benedict XVI explains like this. Und so hat es Papst Benedikt der 16. erklärt. Adoration is a movement towards the mouth. Also Anbetung bedeutet ein Moment, in dem wir auf den Mund zugehen. And when do a mouth, he tell, mouth is trying to reach another mouth. Also er erklärt es so, dass ein Mund versucht, den anderen Mund zu erreichen. In our human life, where one mouth come in contact with another mouth. Und in unserem menschlichen Leben, wann versucht ein Mund mit dem anderen Mund in Berührung zu kommen? No? Yes. Yeah, during no, the love between the spouses. Also das ist wenn in dem Moment der Liebe zwischen Braut und Bräutigam. No? The love between a husband and a wife. Also die Liebe zwischen Mann und Frau. No, begins with a kiss. Das beginnt mit einem Kuss. No, starts that union between a husband and a wife begins with a kiss. Also die Einheit zwischen Mann und Frau beginnt mit einem Kuss. And what happened? After that, the husband and the wife become one. Und was geschieht danach? Nach dieser Intimität werden Mann und Frau eins. They become one flesh, one body. Sie werden ein Fleisch, ein Leib. So Pope Benedict XVI is telling that adoration is a moment in which my mouth unites with the mouth of the Lord, or myself and God becomes one. Und so erklärt Papst Benedikt, bei der Anbetung ist es so, dass mein Mund mit dem Mund Jesu eins werden und ich selber mit Gott eins werde. I am becoming one with my God. Ich werde eins mit meinem Gott. Wonderful, right? Ist es nicht eine wunderbare Erklärung? Yes or no? Ist es schön? Oh, yeah. Ja. But the best thing is yet to come. The better part is yet to come. The better part. Also der beste Teil kommt jetzt noch. Pope Benedict 16 tells. Und Papst Benedikt der 16. hat nämlich weiter gesagt. There is another instant in which mouth reaching another mouth. Es gibt noch einen weiteren Zustand, in dem ein Mund sich dem anderen Mund nähert. In human life. Auch im menschlichen Leben. Where? Wann? Can you guess? Könntest du erraten? Was er entscheidet. Yes. A mouth of one person with another mouth of another person together. They say emergency. Yes, that's correct. Also die Wiederbelebung, was jemand gesagt hat, ist richtig. See, when somebody is drowning, sinking in water, we take him or her out, then we give artificial respiration, mouth to mouth. Zum Beispiel, wenn jemand untergegangen ist im Wasser, dann holen wir ihn heraus und dann versuchen wir ihn wieder zu beleben, von Mund zu Mund Beatmung. So somebody is sinking and I am breathing life into the person who is sinking. Also wenn jemand das dabei ist, das Leben auszuhauchen, dann beuge ich mich über diese Person und versuche ihm wieder das Leben einzuhauchen. So the Pope says. So erklärt es Papst Benedikt. What is adoration? Was ist Anbetung? My life is sinking. Es ist mein Leben geht zugrunde. Es geht and runter. God is breathing life into my life. Und Gott ist es, der wieder Leben in mein Leben hineinhaucht. Wunderbar. Yes. Yes or no? Ist das nicht wunderbar? Yes. Wunderbar.
That is Pope Benedict XVI. So was, was sagt Papst Benedikt XVI. See, so what is adoration? Also, was ist jetzt eucharistische Anbetung? When myself and my God becomes one. Also, wenn ich selbst mit meinem Gott eins werde. Second, when I am drowning. Das zweite ist, wenn ich am Ende bin, wenn ich ausgehaucht bin. The Lord is breathing his life into me and I am regaining my life. Dann haucht Gott mir sein Leben ein und mein Leben wird erneuert. Ich erwache neu zum Leben. So when I feel that my life is singing, what I should do? I should go to him. Also, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Leben am Untergehen ist? Dann gehe ich zu ihm. Do you know, when somebody is sinking, he is just lying there. He is not doing anything. But who is doing? Also, stellt euch vor, wenn jemand wirklich am Untergehen ist, wenn er am Ertrinken ist, dann liegt er da einfach nur. Er kann gar nichts mehr. Wer tut dann etwas? He is doing everything. Er tut alles. No, he removes the water, breathes. Er pumpt, damit das Wasser ausgespuckt wird und dann haucht er neues Leben ein. So, when we come here, what we have to do? Also, wenn wir hierher kommen, was sollen wir dann tun? We just have to be in his presence. Wir sollen einfach in seiner Gegenwart sein. And the rest he will do. Und das Übrige macht er. That's why Psalm 46, verse 10. Das sagt uns der Psalm 46 im Vers 10. He tells, be still and know that I am God. Das heißt, sei still in der Gegenwart des Herrn und wisse, dass ich Gott bin. No, there is a song. Mm-hmm. No, be still and know that I am God. Shall we sing one stanza of that? Es gibt dazu ein Lied, sei still in der Gegenwart des Herrn. Können wir dazu davon eine Zeile singen? So that will be the Lord is telling, I am there. Why are you worrying? Und da geht es darum, dass der Herr uns sagt, ich bin doch da, warum machst du dir Sorgen? Be still and know that I am God. Sei still und sei gewiss, dass ich dein Gott bin. Be still and know that I am God. Sei still in der Gegenwart des Herrn und sei gewiss, ich bin dein Gott. Yeah, that is what the Lord wants to tell to us. Das ist es, was der Herr uns sagen möchte. Why are you worrying? Warum machst du dir Sorgen? Because I have told you, come to me all you are heavy burden, I will give you rest. Come to me all you are weary and heavy burden, I will give you rest. Ich habe euch doch gesagt, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Today maybe many of us have come here with a burden. Vielleicht sind viele von euch hier heute hergekommen und sie tragen eine Last mit sich. The Lord is telling, why are you carrying all this? Und der Herr fragt euch, warum schleppt ihr das alles mit euch herum? When I am here. Ich bin doch hier. Do you think that I can do that? Glaubst du nicht, dass ich das tragen kann? Don't you believe that I cannot help you? Glaubst du nicht, dass ich dir helfen kann? Isaiah chapter 15 and verse 1 says. In Jesaja 45, das Kapitel Vers 1 heißt es. Is my hand too short to help you? Ist meine Hand denn zu kurz, um dir zu helfen? Am I so deaf so that I will not hear your voice? Bin ich denn so taub, dass ich deine Stimme nicht hören würde? And Exodus 14:14 says. Und im Exodus 14:14 heißt es. You need to be still, and I will fight for you. Du sollst ganz ruhig sein, und ich werde für dich kämpfen. Because the Lord is telling, I am surrounded by an army, enemy.
Weil er sagt zum Herrn, ein ganzes Heer umkreist mich. But the Lord is telling you, don't worry. You, what you have to do, be still. I will fight for you. Aber der Herr sagt, mach dir keine Sorgen. Bleib du ganz ruhig. Ich kämpfe für dich. Why he is telling like that? Warum sagt er uns das? Because he loves us. Weil er uns liebt. What did we meditate yesterday? Worüber haben wir gestern nachgedacht? Yeah, yesterday some of us were here, no? What did Einige von euch waren ja gestern auch hier. Worüber haben wir gestern gesprochen? The meaning of Advent. Why Jesus, no king? Warum Jesus gekommen ist? Why did he become flesh? Warum ist der Mensch geworden, Fleisch geworden? Why did he become a human being? Warum wurde er ein Mensch? No, he could have been there, somewhere up there or somewhere. Er hätte dort oben im Himmel oder irgendwo anders bleiben können. Why? We discussed four reasons, no? Wir hatten vier Gründe im Katechismus gelesen. Let us see whether we have forgotten or not. Schauen wir mal, ob wir es vergessen habt. Das erste. First. Yeah, to save us from our sins. Weil er uns von unseren Sünden erretten will. Erstens. Zweitens. Yeah, to show how much he loves us. Um uns zu zeigen, wie sehr der Vater uns liebt. Das dritte? Yes. Vorbild. Model. To be our model. Ja, um uns ein Vorbild model zu sein. Model of holiness. Ein Modell, ein Vorbild der Heiligkeit. And the fourth? To be partakers in his divine life, no? Und um Anteil zu geben an seinem göttlichen Leben. So, to show us how much he loves us. Also, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. When we think of that, there is no end for that. We cannot complete that. Wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir an kein Ende. Das wird nicht zu Ende gehen. Seine Liebe zu uns. No, you know, God in the heavens came like a man. Also ihr wisst, Gott vom Himmel herab, er kam wie ein Mensch. Not only a man, he became a servant. Und nicht nur ein Mensch, er wurde zum Sklaven. No, he was on the cross. Und schließlich hing er am Kreuz. And yesterday we saw Romans 5:7-8. No, anybody, no, some people may die for somebody who is righteous, but nobody will die for somebody who is sinner. Und gestern haben wir im Römerbrief 5. Kapitel Vers 7 und 8 gelesen. Vielleicht wird noch jemand für seinen Freund sterben, aber niemand wird sein Leben hingeben für einen Sünder. Yes or wrong? Stimmt das? Yeah. You know the love of the Lord, no? Aber ihr seht da die Liebe des Herrn. You know, after that he was on the cross. But there was one moment in which he had to return to the Father. Also er hing dort am Kreuz, aber es gab einen Augenblick, no? Wo er zurückkehren musste zum Vater. We see in John chapter 13, 1. Das sehen wir in Johannes 13. Kapitel Vers 1. No, he loved those whom the Father has given him to the end. Er hat die der Vater ihm gegeben hat, bis ans Ende geliebt. And he knew that it was time for him to go to the Father. Und er wusste, dass die Stunde gekommen war, an dem er zum Vater zurückkehren sollte. So he wanted to go to the Father, at the same time he wanted to be with his disciples. Also er wollte zurückkehren zum Vater und gleichzeitig wollte er mit seinen Jüngern bleiben. But how he can be in two places? Aber wie konnte er an zwei verschiedenen Orten sein? Then he make an invention of love. Und dann machte er eben diesen Ausdruck der Liebe. That is the Holy Eucharist. Und da setzte er die heilige Eucharistie ein. At the same time with the Father and at the same time with us. Und das war, es war gleichzeitig beim Vater und ist gleichzeitig bei uns. No, you remember, suppose Jesus has really converted himself as flesh, will you eat? Also stellt euch vor, Jesus hat sich selbst hingegeben in seinem Fleisch, würdet ihr es essen? No, very difficult. Das ist sehr schwierig. No. But see, God is allowing us to be eaten. Aber Gott erlaubt es uns, gegessen zu werden. No, himself to be eaten, no? Dass er selbst konsumiert wird. No, which we do every day. Das tun wir jeden Tag in der Eucharistie. And he is the one who calmed the sea, storm.
Und er ist gleichzeitig derjenige, der den Sturm, den See beruhigt. And he has become a simple piece of bread which will be blown away even by a gentle breeze. Und gleichzeitig wird er wie ein kleines Stück Brot, das durch einen Windstoß hinweggeweht werden kann. No. What a humility. Was für eine Demut. And you know, when he made the Eucharist. Und ihr wisst, als er die Eucharistie eingesetzt hat, whom did he give the Eucharist first? Wem hat er zuerst die Eucharistie gegeben? Judas. Zuerst gab er die Eucharistie Judas. In the Gospel of Matthew we read like that. Das lesen wir im Matthäus. No, sorry, John chapter 13. Im Johannes 13 lesen wir das. No? Who is Judas? Wer war Judas? Remember that scene, no? When I try to remember, I feel like crying. Stellt euch diese Szene vor. Wenn ich mich daran erinnere, dann möchte ich weinen. And what you remember, you imagine, Jesus has made the Eucharist. Eucharist is the most precious gift God can give to us. Also erinnert euch daran, Jesus hat die Eucharistie eingesetzt und die Eucharistie ist das kostbarste Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Because it is his life. Weil es ist sein Leben selbst. So in order to understand that, I'll tell you one example. Um das wirklich zu verstehen, möchte ich euch ein Beispiel geben. You know, suppose I have two friends. Stellt euch vor, ich habe zwei Freunde. Okay, one person comes and asks me, can you give 100 euro? Einer von den Freunden kommt zu mir und sagt, kannst du mir 100 euro geben? Remember that I am a rich person. Und erinnert euch daran, ich bin reich. So when he comes, it is not difficult for me to give 100 euro, yes or no? Und für mich ist es dann nicht schwer, ihm die 100 euro zu geben. Stimmt das? Because I am rich. Weil ich bin ja reich. I have plenty of money. Ich habe genug Geld. Okay, so I give 100 euro. Also gebe ich ihm die 100 euro. Another person comes. Und dann kommt jemand anders zu mir. And tells me. Und sagt zu mir. You are going away, so I want to keep something for your memory. Also ich weiß, du willst weggehen und ich möchte etwas als Erinnerung von dir haben. To remember you. Damit ich mich an dich erinnern kann. And he tells, he is also a very good friend of mine. Es ist ein guter Freund von mir. And he asks me. Und er bittet mich. In order to remember you, you give me one piece of your finger. Um damit ich mich immer an dich erinnern kann, bist du bereit, mir ein Stück von deinem Finger zu geben? So that I can touch you, I can see you. So dass ich dich eigentlich in dem Finger immer sehen kann, dass ich dich darin berühren kann. But he is very close to me. Ist ein sehr enger Freund von mir. Is it easy to give a little bit of my finger? Ist es leicht für mich, ein Stück von meinem Finger für ihn herzugeben? Suppose that friend out of love cut his finger and gave. Okay? Stellt euch vor, dieser Freund schneidet den Finger ab und kriegt es. Okay, so one is having 100 euro, one is having little bit of my finger. Also, einer von meinen beiden Freunden hat jetzt die 100 euro und der andere hat ein Stück von meinem Finger. So, both of them are going back. Und beide kehren zurück. Then he is watching from here. Und er schaut das von Aufschattes an. On the way, this fellow, one with 100 euro, put that money in a waste basket. Und der die 100 euro bekommen hat, der wirft sie auf einmal in den Papierkorb. Other person also said, oh, what I will do with this finger, after some time it will get rotten. So he also threw in the waste basket. Und der andere mit dem Finger denkt, ach, was soll ich mit diesem Finger machen? Irgendwann verwest der auch und der wirft ihn auch weg. But I am seeing that. Und ich selber, ich sehe das, was damit passiert. Which will make me more sad. Aber was wird mich trauriger machen? The 100 euro throwing or my finger throwing? Dass die 100 euro weggeworfen werden oder dass mein Finger weggeworfen wird? Finger. Der Finger macht mich, das Wegwerfen des Fingers macht mich trauriger. Yeah, to give 100 euro, it did not cost me anything. Dass ich die 100 euro geschenkt habe, das hat mir nicht wehgetan. But in order to give my finger, it costed me a lot of pain. Aber meinen Finger herzugeben, das hat mir viel Schmerzen gekostet. Yes or no? Stimmt das? Yes. So I can tell you, in order to heal the sick people.
Also, um die kranken Menschen zu heilen. It did not cost Jesus anything. Das hat Jesus nichts gekostet. In order to raise Lazarus, it did not cost him much. Und auch den Lazarus aufzuerwecken zum Beispiel, das hat ihn nicht so viel Mühe gekostet. In order to change the water into wine or the multiplication of bread, it did not cost Jesus anything. Also ebenso das Wasser in Wein zu verwandeln oder das Brot zu vermehren, das war für Jesus nicht so schwierig. But in order to give the Eucharist, aber um die Eucharistie zu schenken, it costed him his life. Das kostete ihn sein Leben. And if I receive the Eucharist and forget him, it is like Jesus is cutting and giving his finger and throwing in the waste basket. Und wenn ich jetzt die heilige Eucharistie empfange und dabei Jesus vergesse, dann ist es so, wenn ich ein Stück von seinem Finger abschneide und es in den Mülleimer werfe. Because it costed him his life. Weil es hat ihn sein Leben gekostet. Yes or no? Ist das so? Yeah. Yes, it costed him his life. Es see, that's the important. No? See? Because it is his life, his body, his blood. Es ist sein Leben, sein Leib. And you know, sein Blut. And to whom he gave the Eucharist first? Und jetzt erinnert euch nochmal, wem hat er die Eucharistie zuerst gegeben? Judas. Zuerst hat er sie ihm dem Judas gegeben. And you imagine that Jesus has made Eucharist the most precious, no, which costed him his life. Also stellt euch das jetzt wirklich vor. Jesus hat die Eucharistie eingesetzt, das Kostbarste, was er geben konnte, was ihn sein Leben kostete. And when he made what was going through the mind of Judas? Und als er die Eucharistie einsetzte, was bewegte da den Judas in seinem Denken? How to betray. Wie er ihn betrügen könnte. How to betray him. Wie er ihn betrügen könnte, verraten könnte. But Jesus knew that. Und Jesus wusste davon. Jesus knew that within few hours this person is going to betray me and I have to be crucified and killed. Und Jesus wusste das in diesem Augenblick. Er wusste, dass in ein paar Stunden dieser Judas ihn verraten würde und er dann als Folge dessen gekreuzigt werden würde und am Kreuz sterben würde. But still he gave Eucharist not to John, not to Peter, he gave to Judas. Und trotz alledem gab er dem Judas als erstes die Eucharistie, nicht Johannes, nicht Petrus, dem Judas. That is love. Das ist Liebe. Love without expecting anything back. Liebe ohne irgendetwas zurückzuerwarten. Who is the model? Wer ist unser Vorbild? For us. Das Vorbild für uns? He. Yeah. Many times it is for us to, you know, difficult to forgive. Oft ist es für uns nicht schwer zu vergeben. But the Lord is, you know, teaching us like that. Weil, aber der Herr lehrt es uns, wie wir vergeben sollen. See, what a wonderful gift we have. Was für ein wunderbares Geschenk haben wir durch die Eucharistie. But many times we forget, no? Aber wie oft vergessen wir das? No. One day Jesus told his pain to one mystic. Einmal hat Jesus diesen Schmerz darüber einer Mystikerin erzählt. No, he told like this. Und er sagte so ähnlich wie dies. Suppose you are invited for a dinner. Stell dir vor, du bist zu einem Mahl eingeladen. So you come because I invited you. Du kommst, weil ich dich ja eingeladen habe. So when you come, I open the door, I let you in. Und wenn du kommst, dann öffne ich dir die Tür und lass dich herein. I came because, no, you came because I have called you. Also du bist gekommen, weil ich dich gerufen habe. So you came inside my house. Also kommst du in mein Haus. So after you entered. Und nachdem du eingetreten bist. I did not talk not even a word to you. Dann spreche ich nicht mal ein einziges Wort mit dir. But afterwards I am going around and talking with everybody else, not to you. Dann wende ich mich um und spreche mit jedem anderen, der da ist, aber nicht mit dir. What do you will feel? Wie fühlst du das dann? What do you will feel? Yeah, schlecht. Very bad. Dann fühlst du dich sehr schlecht. Jesus says, I am also feeling the same. Und Jesus sagt, genauso fühle ich mich auch. Many times. Oft.
Because you have called me. Weil ihr habt mich gerufen. So I come into you. Also bin ich zu euch gekommen. But after I came, you forget me. Aber wenn ich dann zu euch gekommen bin, dann vergesst ihr mich. Ja. Beachtet mich nicht. So it should not happen. Das sollte nicht geschehen. No, it should not happen. Das sollte nicht geschehen. No, the Lord loves us a lot. Der Herr liebt uns so sehr. You know, what's the difference between Eucharist, speciality of the Eucharist and other sacraments? Was ist der Unterschied zwischen der Besonderheit der Eucharistie und den anderen Sakramenten? He himself is English. Yeah, in we have 7 sacraments. In all the sacraments we receive the grace of God. Also wir haben 7 Sakramente und in jedem Sakrament empfangen wir die Gnade Gottes. But in Eucharist, aber in der Heiligen Eucharistie, we are receiving the giver of all graces. In der Eucharistie himself. Empfangen wir den Geber aller Gaben selbst. No? Other sacraments we are not getting receiving the giver, but in Eucharist we are receiving the giver of all graces. In allen anderen Sakramenten empfangen wir die Gnade, aber wir empfangen nicht den Geber der Sakramente. Den empfangen wir in der Eucharistie. Yeah. So how much we should love the Eucharist? Also wie sehr sollten wir dann die Eucharistie lieben? So till now what all we have discussed? Also, was haben wir jetzt bis jetzt hin alles betrachtet? We started with adoration. Wir sind angefangen mit dem Begriff der Anbetung. No, being one with the Lord. Eins zu sein mit dem Herrn. And when I am sinking, the Lord is lifting me up and breathing his life and making me alive again. Und wenn ich untergehe, dann hebt der Herr mich empor. Er haucht mir neues Leben ein und erneuert mich. Why? Warum tut er das? Because he loves me. Weil er mich so sehr liebt. Even if I am a sinner. Auch wenn ich Sünder bin. No, there is a wonderful image God is giving in John chapter 21. Im Johannesevangelium 21, das Kapitel, ist das sehr schön beschrieben. In John chapter 21, we read, no, what happened to Peter and Party? Also in Johannes 21 lesen wir mal, was mit Petrus geschah. No, remember, Jesus has appeared to the Peter and the apostles. Also erinnern wir uns, dass Jesus bereits Petrus und den Aposteln erschienen ist nach der Auferstehung. After the resurrection. Nach der Auferstehung. So already Peter and the other apostle has seen Jesus resurrected. Also Petrus und die anderen Apostel, sie haben bereits den Auferstandenen gesehen. But then afterwards we see that in chapter 21 we read Peter is going for fishing. Aber dann im 21. Kapitel lesen wir noch einmal, dass nach dem ganzen Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. No, it is similar to us also. So geht es uns auch manchmal. No, many times we experience the love of God, but then again we fall back to our old. So oft haben wir schon die Liebe Gottes erfahren und dann geschieht es, dass wir wieder in unser altes Leben zurückfallen. Then the Jesus did not think, okay, if he has gone, let him go. Aber Jesus denkt nicht, okay, wenn er gegangen ist, dann lass ihn gehen. He comes back. Jesus ist der zurückkommt. He takes the initiative. Er ergreift die Initiative. And he comes. Und er kommt. Now when he was in need. Dann, Petrus wirklich in Not war. Because Peter was fishing all night. Er hat die ganze Nacht gefischt. Did not get anything. Und Petrus hat nichts bekommen. He was so depressed. Er war so niedergeschlagen. No? That time the Lord comes. Und in diesem Augenblick kommt der Herr. No, it happens in our life also, right? Und das geschieht doch auch in unserem Leben. Stimmt das? When we are so broken. Wenn wir wirklich niedergeschlagen sind, wenn wir am Boden liegen, when we have hit the bottom, wenn wir wirklich am Boden liegen, the Lord comes. Dann kommt der Herr. He takes the initiative. Es geht von ihm aus. He comes. Er kommt. Then John
understand who he tells, it is the Lord. Und Johannes ist derjenige, der ihn erkennt und er sagt, es ist der Herr. You know, Peter went away from the Lord and all, then he was trying to fish, but nothing he got. Ihr wisst, Petrus ist weggegangen vom Herrn und ist wieder angefangen zu fischen, aber er hat nichts gefangen. No, the answer for that we see in Psalm 127. Die Antwort dafür finden wir im Psalm 127. What will happen when we try to do by ourselves? Da steht geschrieben, was geschieht, wenn wir aus unserer eigenen Kraft heraus etwas tun. Psalm 127, wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. So if God does not build a house, in vain do its builders labor. If Yahweh does not guard a city, in vain does it guard keep watch. In vain you get up earlier and put off going to bed, sweating to make a living. Since it is he who provides for his beloved, as they sleep. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. Denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. But what happens? When he comes, he gives in abundance. Aber wenn der Herr wirklich kommt, dann gibt er in Überfülle. No? So first he satisfied them. Also zuerst hat er sie mal zufriedengestellt. Then what happens? Then we see a wonderful scene there. Und dann, was geschieht danach? Dann kommt eine wunderbare Szene. No? He prepares breakfast. Er bereitet ihnen ein Frühmahl am Ufer. God is preparing breakfast for them. Gott ist es, der ihnen das Frühmahl bereitet. And he tells. Und dann sagt er, come and have breakfast. Kommt her und haltet das Frühmahl mit mir. No? Come and have breakfast. Kommt und habt Frühmahl mit mir. How human the Lord is. Da sehen wir, wie menschlich ist der Herr. He knew that the whole night they were working hard, but nothing, they're hungry. Er wusste, dass sie die ganze Nacht sich abgemüht hatten, um zu fischen, und dass sie wahrscheinlich hungrig waren. Then he gave the food. Dann gab er ihnen zu essen. Then after that. Und danach. He calls Peter aside. Dann ruft er den Petrus zu sich. So first time Jesus is getting a chance to talk to Peter. Also es ist die erste Gelegenheit, wo Jesus jetzt die Möglichkeit hat, mit Petrus zu sprechen. When was the previous time Jesus met Peter alone? Wann war die Zeit, das letzte Mal, die bevorzugte Zeit, wo Jesus den Petrus allein getroffen hat? When? When he denied him. Yes, when he denied. Als er ihn verleugnet hatte, ja. How many times? Wie oft hat er ihn verleugnet? Three times. Dreimal. And here you see, where did he deny? There was a charcoal fire and all. So, und wo hat er ihn verleugnet? Da war auch ein Kohlenfeuer. Now here also Jesus made the charcoal fire. Und auch jetzt hier an dem Ufer macht Jesus wieder ein Kohlenfeuer. So he denied three times there. Da im Hof hatte Petrus ihn am Kohlenfeuer dreimal verleugnet. So here also Jesus made the charcoal fire. Und hier macht Jesus wirklich wieder ein Kohlenfeuer. And what did he ask? Und was fragt er ihn? Do you love me? Er fragt ihn, liebst du mich? Suppose I used to think, no, whenever somebody hurt me, maybe sometimes when I feel a little difficult to forgive, God always gives this passage. Also bei mir ist es so, wenn jemand mich verletzt hat oder wenn es mir wirklich, wirklich schwer fällt, jemanden zu vergeben, dann schenkt mir Gott genau diese Schriftstelle. I used to think. Und ich dachte immer, suppose if I was Jesus, wenn ich Jesus wäre, no, after Peter denied me, no, after crucifying me, I come out. Resurrection, after resurrection. Wenn Petrus mich verleuchtet hätte, wenn ich am Kreuz gestorben wäre und dann wieder auferstanden wäre. No. Then when I see Peter for the first time. Wenn ich dann Petrus zum ersten Mal getroffen hätte. What I will ask him? Was hätte ich ihn wohl gefragt? I would have asked him like this. Ich hätte ihn sowas gefragt. Peter.
Yes. You told me that you don't love, you don't know me. You don't know me. Petrus, hast du gesagt, dass du mich nicht kennst? Don't you know me? Kennst du mich nicht? At least that much I would have asked. Wenigstens das hätte ich ihn gefragt. Ja? Little poke. So ein bisschen, so ein kleiner Stich. Ja? I used to think I would have given like that. Ich würde denken, ich hätte ihm so einen kleinen Stich gegeben. But the Lord is not like me, sinner, no? Aber der Herr ist nicht so, wie ich Sünder mich verhalten würde. He did not ask anything about the past. Er stellt keine einzige Frage zur Vergangenheit. See, that's the speciality of our Lord, no? Das ist wirklich eine Besonderheit unseres Herrn. To a sinner, he never asks about his past when he comes in front of the Lord. Also er fragt einen Sünder niemals nach der Vergangenheit, wenn er zum Herrn zurückkehrt. But only thing he asks is, das Einzige, was er fragt, ist, do you love me? Liebst du mich? Now, do you love me? Liebst du mich? Liebst du mich jetzt? So, three times he denied. Three times Peter confessed. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet und dreimal bekennt Petrus jetzt. Why Jesus asked three times? Warum hat Jesus ihn dreimal gefragt? No, when he denied Jesus, there was a wound created. Weil als Jesus ihn verleugnet hat, da hat sich eine Wunde in ihm eingekerbt. But he wanted to heal the wound of Peter. Und diese Wunde des Petrus, die durch die Verleugnung da war, die wollte Jesus wieder heilen. So three times Peter said, I don't know, I don't know, I don't know. Dreimal hatte Petrus gesagt, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer er ist, ich kenne ihn nicht. So three times Peter says, I love you, Lord. Und dreimal sagt Petrus jetzt, ich liebe dich, Herr. I love you, Lord. Ich liebe dich, Herr. Lord, you know that I love you. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. So with that third, his healing is over. Und nachdem er das dritte Mal sagt, ist die Heilung vollständig, vollkommen. No. God's ways are so marvelous. Die Wege Gottes sind so wunderbar. No, that same God is here. Und derselbe Gott, er ist hier. The God who has asked Peter, do you love me? Same God is here and asking you, do you love me? Derselbe Gott, der Petrus gefragt hat, hast du mich lieb? Liebst du mich? And derselbe Gott ist hier und fragt euch, liebst du mich? And he is not asking about my sinful past, but he is asking only one thing. Today, now, do you love me? Und er fragt mich nicht eine Sache nach meiner sündigen Vergangenheit, sondern jetzt, in diesem Augenblick, fragt er mich nur, liebst du mich jetzt? Will I be able to say like Peter? Bin ich in der Lage zu antworten wie Petrus? I love you, Lord. Ich liebe dich, Herr. I love you, Lord. Herr, ich liebe dich. Lord, you know that I love you. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Will I be able to say? Kann ich das sagen? Will I be? Kann ich das? I suppose all of us have come here because we love the Lord. Ich denke, wir alle sind hierher gekommen, weil wir den Herrn lieben. Yes or no? Ist das so? Yes. Yes. Otherwise, you know, evening and all, today is Saturday, tomorrow is Sunday, we could have gone for a party or a movie or a bar somewhere, enjoy life. Wenn das nicht so wäre, heute ist Samstagabend, wir hätten irgendwo zu einer Feier oder ins Kino gehen können, um das Leben zu genießen. But why we have come here? Aber warum sind wir hergekommen? Because he is important than my entertainment. Weil er für mich wichtiger ist als alle Unterhaltungen. I believe he can also in a way say, Lord, you know, we love you. Und ich glaube, dass ihr in dieser Art und Weise auch sagen könnt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. But I want to love you more, Lord. Aber Herr, ich möchte dich mehr lieben. Yes. You know, the first encyclical of Benedict XVI, what is it? Which was it?
Also erinnert euch mal, die erste Enzyklika von Papst Benedikt XVI., wie hieß die, was war das? God's Love. Die erste Enzyklika von Papst Benedikt. First Encyclical of Pope Benedict XVI. Deus Caritas. Yes. Yeah, Deus Caritas says, God is love. Gott ist Liebe. No? First Encyclical of Pope Benedict XVI. God is love. Die erste Enzyklika von Benedikt XVI. Gott ist die Liebe. And we read like this in the first paragraph. Und im ersten Paragraphen dieser Enzyklika lesen wir das. God is love. Gott ist Liebe. And he who abides in love abides in God, and God abides in him. Und er bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. And this is the heart of Christian faith. Und das ist das Herz des christlichen Glaubens. And this is a summary of Christian life. Und es ist die Zusammenfassung des christlichen Lebens. We have come to know. Wir sind gekommen, um ihn zu kennen. And to believe in the love God has for us. Und wir sind gekommen, um an die Liebe zu glauben, die Gott zu uns hat. Otherwise he should not have been here. Sonst wäre er nicht hier. He would not have become human being. Sonst wäre er nicht Mensch geworden. No, you know why he became? Because out of love for us. Warum ist er Mensch geworden? Aus dieser übergroßen Liebe zu uns. And why he was crucified? Warum wurde er gekreuzigt? Out of love for us. Aus Liebe zu uns. Why he became Eucharist? Warum ist er, hat er uns die Eucharistie geschenkt? Ist er in die Eucharistie gekommen? Out of love for us. Aus übergroßer Liebe zu uns. And Pope Benedict XVI tells in paragraph 17. Und dann im Paragraph 17 dieser Enzyklika sagt Papst Benedikt der 16. True, no one has ever seen God as he is. Niemand hat Gott je gesehen, wie er wirklich ist. And yet God is not totally invisible to us. Und Gott ist unsichtbar für uns. And he does not remain completely inaccessible. Und er bleibt nicht in dieser Unsichtbarkeit. God loves us first. Gott hat uns zuerst geliebt. And this love of God has appeared in our midst. Und diese Liebe Gottes ist in unserer Mitte erschienen, sichtbar geworden. And he became visible. He has become visible in as much as Father sent his Son into the world. Er ist für uns sichtbar geworden in der Art und Weise, dass der Vater den Sohn in diese Welt gesandt hat. So till that time they were not seeing God. Bis zu dieser Zeit, bis zur Menschwerdung, konnten die Menschen Gott nicht sehen. But the moment Jesus came on earth, they were able to see God. Aber in dem Augenblick, als Jesus Mensch geworden ist, waren die Menschen in der Lage, Gott zu sehen. With their eyes. Mit ihren Augen. With their eyes. Mit ihren Augen. Then Pope Benedict XVI says. Und weiter sagt Papst Benedikt. God is visible in a number of ways. Gott ist dadurch auf verschiedene Weise sichtbar geworden. In the love story recounted by the Bible. In der Liebesgeschichte, die uns die Heilige Schrift erzählt. He comes towards us. Er kommt uns nahe. No, we are not uns zu. It is not I go to the Lord, but God comes to us. Also es ist nicht so, dass ich zum Herrn gehe, sondern der Herr kommt auf mich zu. Who is going to Peter? Wer geht zu Petrus? It is Jesus going to Peter when he was in a difficult moment. Es ist Jesus, der zu Petrus geht, als Petrus in dieser schwierigen Situation war. To seek, to win our hearts. Um sein Herz zu gewinnen. All the way to the Last Supper. Bis zum letzten Abendmahl. To the piercing of his heart on the cross. Bis zur Durchbohrung seines Herzens am Kreuz. To his appearances after the resurrection. Und bis zu seinen Erscheinungen nach der Auferstehung. And the great deeds through the activity of the apostles. Und dann durch die großen Taten der Apostel. Then he tells. Und dann sagt er, now, nor has the Lord been absent from the church. Der Herr ist niemals abwesend gewesen in seiner Kirche. He encounters us ever anew. Er erneuert uns immer wieder.
He tells in the men and women who reflect his presence. Er sagt, der Mann und die Frau, die seine Gegenwart reflektieren. In his word. In seinem Wort. In the sacraments. In den Sakramenten. Especially in the Eucharist. Und in besonderer Weise in der Heiligen Eucharistie ist yes. er gegenwärtig. And he tells. Und dann sagt er. In the living community of the believers. Gott ist gegenwärtig in der lebendigen Gemeinschaft der Gläubigen. We experience the love of God. In dieser Gemeinschaft erleben wir die Liebe Gottes. This morning, during breakfast, we are having a discussion on this. Heute Morgen beim Frühstück haben wir darüber gesprochen. No, Carl was telling about no living as a community. Carl hat ein bisschen darüber gesprochen, wie das Leben in der Gemeinschaft geht. No, then we perceive his presence. Und dann geben wir seiner Gegenwart den Vorzug. And we learn to recognize his presence in our daily life. Und dadurch erkennen wir dann seine Gegenwart auch in unserem täglichen Leben. And when we encounter Jesus, und wenn wir Jesus begegnen, we cannot have that experience for myself. Dann können wir diese Begegnung, die wir mit Jesus haben, nicht für uns selbst behalten. And I will be compelled to share that. Und ich möchte das mitteilen, ich möchte das hinaustragen. No, that is what happens when we encounter Jesus. Also das geschieht, wenn wir wirklich Jesus begegnen. No, at the Annunciation, when Mother Mary encountered God, what did she do immediately? Also denken wir daran, wie die Mutter Gottes Gott begegnet ist, als der Engel kam. Was tut sie sofort? She ran to Elizabeth. The love of God compels us to love a neighbor. Also sie rennt zu Elisabeth. Die Liebe Gottes drängt sie dazu, den Nächsten zu lieben. A few days back we have celebrated the feast of Saint Andrew. Vor einigen Tagen hatten wir das Fest des heiligen Apostels Andreas. Andrew stayed one day with the Lord. Andreas war einen Tag im Haus des Herrn. What did he do on the next day? Und am nächsten Tag, was hat er gemacht? It is written, next day immediately he ran to Peter and brought Peter to Jesus. Und es steht da geschrieben, am nächsten Tag lief er zu seinem Bruder Petrus und brachte Petrus zu Jesus. When he encountered the Lord. Und dann ist auch Petrus dem Herrn begegnet. You remember last month we have reflected on the good Samaritan, Samaritan woman. Erinnert euch vielleicht an letzten Monat, da haben wir über die samaritische Frau am Brunnen gesprochen. She encountered Jesus. Auch sie ist Jesus begegnet. What did she do afterwards? Was hat sie danach getan? She ran to the villages. Sie ist in ihr Dorf gelaufen. And brought everybody to the Lord. Und hat alle, die sie dort fand, zum Herrn mitgebracht. Yeah. So how can we measure whether we love the Lord or not? Also woran können wir messen, ob wir eine Liebe zum Herrn haben, ja oder nein? As Jesus says. So wie Jesus sagt. No, a tree can be known whether it's good or bad from its fruits. Einen Baum erkennt man, ob es ein guter oder ein schlechter Baum ist, an seinen Früchten. What are the fruits? Was sind die Früchte? No, if I am having the love of God. Die Früchte, ob ich die Liebe Gottes habe. No, if I have the love of God, then there is Jesus in us. Wenn ich die Liebe Gottes habe, dann lebt Jesus in mir. Then I will produce the fruits of the Holy Spirit. Und dann werde ich die Früchte des Heiligen Geistes hervorbringen. Love, Liebe, Joy, Freude, Peace, Frieden, Patience, Freundlichkeit, Kindness, Güte, Gentleness, Freundlichkeit. Self-control. Selbstkontrolle. So, these are the things to check. Das sind die Dinge, wie wir das überprüfen können. If these are there, that means I am having the love of God inside. Wenn ich diese Früchte in mir erkenne, dann darf ich sicher sein, dass die Liebe Gottes in mir ist. So, the invitation today is. Also, die Einladung, die an euch heute ergeht, ist folgende. First, to be in the presence of the Lord. Also bewegen wir uns, sind wir, verweilen wir in der Gegenwart Gottes. And we are slowly, we are going to enter into the Holy Mass. Und jetzt sind wir kurz davor, dass wir die Heilige Messe feiern. So we have to offer the Lord something. Also wir sollen dem Herrn etwas darbringen. Yeah. This, what is this called? Wie nennen wir das? Altar. Altar.
What do you mean by altar? Was heißt denn Altar? Altar is a place where sacrifice is done. Also ein Altar ist der Platz, wo das Opfer dargebracht wird. Otherwise I could have said this as a table. Also sonst hätte ich sagen können, das ist einfach nur ein Tisch. So for the sacrifice there should be an offering. Aber für ein Opfer gibt es eben einen Opfertisch, das ist der Altar. What offering I'll give today? Was opfere ich heute? Was lege ich heute auf den Altar? No, we are going to celebrate the Holy Eucharist. Let us think of that, what I will give to the Lord. Also, wir feiern jetzt gleich die Eucharistie. Lass uns darüber nachdenken. Was schenke ich dem Herrn heute? Was opfere ich? No. He is going to breathe into us his life. Er kommt, um uns wieder neues Leben einzuhauchen. After that, he comes to us. We are going to receive him. We are going to touch him. Und dann kommt er, dass wir ihn wirklich empfangen können, dass wir ihn berühren können. And Jesus and me becomes one. Und Jesus und ich, wir werden eins. What a wonderful moment it is. Was ist das für ein wunderbarer Augenblick? Ja. God touching me. Gott berührt mich. How many people during Jesus' time wish that Jesus come into their house? Wie viele Leute haben sich das zur Zeit Jesu gewünscht, dass Jesus in ihr Haus kommen würde? But only few people were able, no, got that opportunity. Aber Gott konnte nur wenigen Leuten diese Möglichkeit geben. In few minutes I am going to get that opportunity. Aber wir haben in wenigen Minuten die Möglichkeit, dass Gott wirklich in unser Haus kommt. The Lord is Almighty God is going to come into my house. Der allmächtige Gott, er kommt in mein Haus, in mein Herz. The most beautiful, most joyful moment for my soul. Das ist der wunderbarste und der glücklichste Augenblick für meine Seele. And do you know what he would like to hear? Und könnt ihr euch vorstellen, was er gerne hören würde? I believe he would like to hear like this. Ich glaube, es wird ihm gefallen, wenn er das Folgende hören würde. My Jesus. Mein Jesus. I love you. Ich liebe dich. My Jesus. Mein Jesus. Your Jones loves you, Lord. Dein Jones setzt euren Namen ein. Lieb dich, Herr. My Jesus. Mein Jesus. Your Jones loves you, Lord. Deine Zachäa liebt dich so sehr. My Jesus. Mein Jesus. Your Jones loves you, Lord. Deine Zachäa liebt dich so sehr. And one day, you know, God has promised something to me. Und ihr wisst, eines Tages hat Jesus mir etwas versprochen. In one retreat. Während einer Exerzitien. At one moment he told. An einem Augenblick sagte er, please tell the people, bitte sagt den Leuten, pray like this, betet so, my Jesus, mein Jesus, your name, your Johns loves you. Und dann sagt ihr, euer Name, deine Zachäa liebt dich. Then he said, und dann antwortet der Herr, after repeating few times, nachdem ihr das ein paar Mal wiederholt habt, he will touch you. Dann wird er euch berühren. He will heal you. Er wird euch heilen. That is what he has told. Das hat er mir gesagt. No? Once we repeat, no? As we repeat this again and again and again. Wenn wir das immer wieder und wieder wiederholen. He starts to heal. Dann beginnt er uns zu heilen. No? And I believe he'll be very happy to hear that. Und ich bin sicher. Es freut euch wirklich, das jetzt zu hören. So today, when Jesus comes into our hearts, let us tell him. Also heute, wenn wir Jesus in unserem Herzen empfangen, dann lasst es uns ihm sagen. My Jesus. Mein Jesus. Your Johns loves you. Deine Zachäa liebt dich. Not once, repeat. Und nicht nur einmal, wiederholt es ein paar Mal. And may the good Lord. Und der gute Herr. Don't allow anyone of us. Er wird keinem von euch erlauben, to go out of this chapel. Aus dieser Kapelle herauszugehen. Without experiencing his love and mercy today. Um ohne seine Liebe und Barmherzigkeit heute erfahren zu haben. Amen.